Hallo ihr da draußen an den Handys und Bildschirmen. Ich möchte euch mal wieder auf den Stand der Dinge bringen. Ich habe ja jetzt auch Zeit. Ich habe heute schon etwas gemacht, was schon lange auf meinem Zettel stand. Ich habe nämlich mal wieder einen Kuchen gebacken. Schaut mal selbst. Es wird eine Donauwelle für mein Team, das ich morgen mit ins Büro nehmen werde. Einfach auch ein bisschen als Nervennahrung dafür, was zurzeit so los ist. Und ansonsten geht es mir wahrscheinlich so wie vielen von euch. Man weiß irgendwie gar nicht so ganz genau, wie man jetzt mit einmal mit der vielen freien Zeit umgehen soll. Obwohl, so viel freie Zeit habe ich gar nicht. Der Wahlkampf findet nicht statt. Da möchte ich euch nochmal herzlich daran erinnern, dass ihr in den nächsten Tagen Post vom Wahlamt bekommen werdet, wo die Stichwahlunterlagen drin sind. Und ich habe die herzliche Bitte, dass ihr euch bei dieser Wahl beteiligt. Dann haben wir nächste Woche Sonntag auch das Ergebnis, wer die nächste Oberbürgermeisterin oder der nächste Oberbürgermeister in der Stadt Augsburg ist. Ich habe natürlich trotzdem viel zu tun mit dem Krisenstab, mit Corona. Und das Gute ist ja, dass inzwischen mit der Technik man wunderbar von zu Hause aus arbeiten kann. Videotelefonie, aber auch der Zugriff auf die Netzwerke der Stadt von zu Hause aus, das funktioniert alles ganz wunderbar. Und ich habe hier zu Hause mein kleines Büro aufgebaut, um tatsächlich auch arbeitsfähig zu sein. Und hier habe ich gestern auch mal geschaut, was in der Stadt so los ist. Ich möchte euch ein paar Tipps geben. Zum einen gibt es eine Homepage, die heißt Rettet deinen Lieblingsladen. Und dort könnt ihr bereits jetzt euren liebsten Laden in Augsburg unterstützen, indem ihr Gutscheine kauft und den Läden über die schwere Zeit hinweg helft. Ihr könnt aber zum Beispiel auch mal bei Facebook auf die Seite der Club- und Kulturkommission gehen. Die Augsburger Clubs bringen nämlich den Sound Augsburgs zu euch nach Hause. Schon in den letzten Tagen hat es hier entsprechende Livestreams gegeben mit guter Musik von Augsburger Clubs, von Augsburger DJs. Heute Abend zum Beispiel könnt ihr die Abronzati Boys euch nach Hause holen. Ich glaube, das könnte ein ganz vergnüglicher Sonntagabend werden. Und ansonsten überlegt doch mal, was euer Lieblingsrestaurant ist und fragt nach, ob die Speisen zum Mitnehmen oder zur Lieferung anbieten. Auch damit könnt ihr viele kleine Gastronome unterstützen, jetzt in der schweren Zeit. Es ist alles nicht einfach für uns. Und ich habe gestern von meinem Schwager einen schönen Satz gehört. Der hat nämlich gesagt, in so einer Zeit wird dann einfach klar, welche Berufsgruppen dann halt wirklich richtig wichtig für unsere Gesellschaft sind. Das sind die Ärzte. Das ist das Pflegepersonal, das sind viele, die im Einzelhandel arbeiten, die Regale auffüllen. Es sind die Lkw-Fahrer, die überhaupt dafür sorgen, dass wieder Ware in den Regalen ist. Aber es ist vor allem auch die Verwaltung. Und da möchte ich auch mal wirklich ein großes Dankeschön an die vielen Kolleginnen und Kollegen der Stadtverwaltung Augsburg aussprechen. Egal ob im Gesundheitsamt, in der Altenhilfe, beim Ordnungsdienst, bei unserer Kommunikationsabteilung, bei der Wirtschaftsförderung, bei vielen Kolleginnen und Kollegen, die an verschiedenen Bürgertelefonen und Hotlines sitzen, bei vielen, die einfach zupacken und anpacken, um hier dafür zu sorgen, dass wir gemeinsam die Krise meistern. Ihr seid großartig. Und es ist wirklich wunderbar, dass wir in der Stadtverwaltung auch so ein gutes Miteinander haben. Ich hoffe, dass ihr alle draußen trotz allem den Sonntag ein bisschen genießen könnt. Die Sonne scheint, ihr könnt nach draußen gehen, alleine mit eurem Partner oder mit der Familie. Ihr könnt auch eine Runde joggen gehen oder Fahrrad fahren. Aber denkt daran, es ist nicht möglich, dass ihr euch mit Freunden irgendwo trefft. Es gibt auch nichts, wo man sich treffen kann. Die Cafés, die Restaurants sind zu, die Plätze gesperrt, die Spielplätze ebenfalls. Helft dazu bei, dass wir den Virus eindämmen können, dass wir die Ansteckungsgefahr untereinander entsprechend verringern. Und vor allem, bleibt gesund. Habt einen schönen Sonntag.